Geselligkeit und Freude am Kegeln stehen im Vordergrund des Vösendorfer Kegelvereins. Wir haben die lustigen Keglerinnen und Kegler in Vösendorf besucht. Eine Kugel, 9 Kegeln und jede Menge Spaß. Das sind die Erfolgsrezepte des Vereins Lustiges Kegeln in Vösendorf. Man trifft sich einmal im Monat am Samstagabend zum geselligen Beisammensein und trägt dabei einen freundschaftlich-sportlichen Wettkampf aus. Das Ziel ist klar, so viel Kegeln wie möglich abräumen. Aber ist der Name des Vereins auch wirklich Programm? Es ist immer so lustig. Wir haben eine spezielle Spielerin dabei, die macht immer so lustige Hüpfereien, wenn sie einen Nenner schiebt und so. Es ist wirklich eine lustige Partie, das Ganze. Wir sind ein Botzenverein, haben wir Freude beim Kegeln, hat Spaß. Und wie ist der Verein entstanden? Ja, wir haben eine kleine Gruppe angefangen, einmal in der Woche, und dann steht es am der ist lustige Kegelfelsendorf geworden, und so hat uns einfach Spaß gemacht, und seit damals gehen wir einmal im Monat, an einem Samstag gehen wir regelmäßig kegeln. Durch Freunde, Bekannte, ein paar Flyer, Werbung gemacht, und das Ganze, so haben wir zusammengefunden. Es kommen immer wieder neue dazu, die das Ganze ziemlich sehr lustig finden. Was sich der Kassier des Vereins wünscht, ist klar. Viel Sauen, viel Kranzl, bitte zahlen. Kegeln bringt die Leute zusammen. Da steht der Wettkampf nicht unbedingt im Vordergrund. Man unterhält sich gemütlich und genießt den Abend. Sogar neue Freundschaften sind beim Kegeln schon entstanden. Ein lustiges Gefühl an Bewegung, Sport und fröhliches Zusammensein. Das vermittelt. Einfach Spaß. Spaß und der Freude. Just for fun. Ärgert man sich manchmal? Ja, man ärgert sich schon, aber das gehört dazu zum Spielen ganz einfach. Es soll Spaß machen. Es kann halt nicht jeder Schub ein Treffer sein.